Herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2, hier mit dem Andreas. Na? Kleiner Leck, aber jetzt läuft ja alles so gut. Da oben ist noch eine Kiste, die hat zumindest kurz so geflimmert. Feiger und brutaler Angriff der ultranationalen terroristischen Ula Voice das Land. Ziel des jüngsten Anschlags war das kleine Dorf Kampung Bahari, dessen unschuldige Bewohner von den Ulas in deren weltfremden Kampf für Gerechtigkeit und Vergeltung auf offener Straße mit traditionellen Mandaus abgeschlachtet wurden. So, warte, die Munition, was haben wir hier noch? Gibt's irgendwas Schönes? Nee. Okay. Gesundheitsmäßig bin ich voll. Da kann ich jetzt einfach mal auf die Karte gucken. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Ich würde sagen, einfach wieder das kleine Agentur, eine Gruppenmission. Wenn wir die gemacht haben, dann sollten wir auch genügend Chaos haben, um die nächste Agenturmission machen zu können. Und da ist es, gestrandet. Eine Kuriermaschine der Ula-Boys wurde über einer der unbewohnten Inseln vor der Küste Panaus abgeschossen. Die Ula-Boys möchten, dass sie die Fracht bergen. Um die Insel ranken sich unzählige Geheimnisse und seltsame Legenden. Da die Ulas auf der Insel Geister und Dämonen vermuten, wagen sie es nicht, sie zu betreten. Die Insel wurde in den letzten Kriegstagen von den Japanern für militärische Zwecke genutzt, da im Umfeld der Insel seitdem hunderte von Schiffen und Flugzeugen spurlos verschwunden sind, sprechen die Einheimischen bereits von einem neuen Bermuda-Dreieck. Bergen sie auf der Insel die vermisste Fracht und finden sie die Besatzung des Flugzeugs, sofern diese noch lebt. Wenn sie nicht mehr lebt, können sie auch finden, ne? No? Aber okay, aber vielleicht will man sie dann nicht finden, weil sie dann irgendwie, naja, egal. So, Chaos, Geld und Teile. So, ich glaube, das ist hier diese Insel. Dann, ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Vor allen Dingen ist die Teil des Benchmarks, welches man hier bei dem Spiel machen kann. Also, man kann einfach so einen Benchmark machen. Oh, wann habe ich denn die kaputt gemacht? Was? Wo kommst du her? Komm, weg. Okay. Yeah, maximale Gesundheit erhöht. Das ist doch, das freut einen. Okay. So, mal gucken, ob ich hier irgendwo noch ein Auto finde oder irgendwas. Wow. So, hier die Besucherterrasse. Da kann man was kaputt machen. Wenn wir das wollten. Das will ich jetzt aber nicht. Da ist eine Tankstelle, oder? So. Das war Hijacking im besten Sinne. Hui. Oh, ein Kernel. Wir haben hier was. Schickt Verstärkung. Hey, Hä? Körner. Okay. Weiter. Wir schießen hier schon wieder. Wegschau! Wo haben wir hier das Ding? Ach, hier unten. Natürlich will ich mich verstecken, denkst du, ich lasse mich abknallen von euch? So, eine Baby-Panee-Statue. Hey,
Goodie. Hier drüben war noch irgendeine Kiste. Gut. Wir schießen hier schon wieder. Ach gut. Oh. Sehr gut. Okay, jetzt kann man den Auftrag annehmen. Damit auch wieder die Akro reduzieren. Hören Sie, Scorpio, für diese lange Reise brauchen Sie ein Flugzeug. Ich erkläre Ihnen alles unterwegs, Herr Dadu. Okay. Oui, und los geht's. Der hebt schon ab, bevor ich noch überhaupt was gedrückt habe. Eine unserer Sonderlieferungen wurde über einer Insel in der Nähe abgeschossen. Genauer gesagt, ist eine ganze verdammte Drogenraffinerie futsch. Das Rohopium, das Labor, alles. Sie müssen zur Absturzstelle auf Hantu Island und mit dem Piloten die Fracht wieder beschaffen. Bringen Sie sie zum Strand. Ich lasse sie dort abholen. Niemand geht normalerweise dorthin. Es gibt Gerüchte, dass Flugzeuge einfach abstürzen und Schiffe im Nebel verschwinden. Man hört nie wieder was von ihnen. Wir dachten, es wäre eine fantastische Route für unsere Schmuggelgeschäfte, weil sich nicht einmal das Militär dorthin wagt. Eins noch, Serdadu. Etwas stimmt mit den Sendern an der Fracht nicht. Sie werden irgendwie blockiert. Vielleicht ist es dieser alte Fluch, von dem meine Großeltern mir erzählt haben. Sie sagen, auf der Insel spuken die Seelen toter Kannibalen herum. Ich habe noch nie die Seele eines toten Kannibalen gesehen, glaube ich. Hm. Habt ihr schon einmal die Seele eines toten Kannibalen gesehen? Oi, hier geht's los. Signale? Sind wir hier am Rio Grande oder was? Das Feuer hat bestimmt unser abgeschossener Bruder angezündet. Nichts wie hin, Scorpio. So. Ich weiß zwar nicht, was Rauchsignal mit dem Rio Grande zu tun hat. Ah. Ich kann Sie nicht mehr hören. Sind Sie da? Okay. Die Physik ist geil, muss man sagen. Ne? Man fliegt hier im vollen Jump raus aus dem Flugzeug. Mann, bin ich froh, Sie zu sehen, Freund. Und Sie haben keine Ahnung, was für seltsame Sachen hier vorgehen. Sri schickt Sie, richtig? Ja. Er schickt Sie, um mich zu retten, oder? Naja, erste Linie gefragt. Gut, Sie wollen mich also nicht töten. Steigen Sie in den LKW und fahren Sie. Ich zeige Ihnen die Donnermaschine und die 100 Jahre alten japanischen Infanteristen. Aha. Ja, Physik. Ich finde es ziemlich phänomenal irgendwie. Ich nehme den da vorne. Dass man hier groß runterspringen kann irgendwo. Und normalerweise würde man tot aufkommen. Aber wenn man einfach im rechten Moment sozusagen sein Katapult dran macht und sich noch extra beschleunigt, dann lädt man das. Aber es gibt hier irgendein veraltetes Gerät, das einen elektromagnetischen Impuls aussendet. Und jetzt kommt's. Die kaiserliche japanische Armee hat es im Zweiten Weltkrieg installiert. Und wissen Sie was? Die sind noch hier. Echt? Das ist kein Witz. Ein Haufen wahnsinniger Hundertjähriger mit Gewehren und Kanonen. Die glauben, dass immer noch Krieg ist. Sie haben uns vom Himmel geschossen und alle meine Brüder wurden getötet. Nach diesem kleinen Abenteuer können Sie diesem Sri Irawan sagen, dass er mich viel besser bezahlen muss, wenn ich weiterhin für ihn arbeiten soll. Tun Sie mir einen Gefallen, Kumpel, und halten Sie den Mund. Was zum Teufel? Ja, das ist sie. Kaiser Hirohitos Geheimwaffe. Irgend so ein Teufelsgerät, das Schiffe versenkt und Flugzeuge zum Absturz bringt. Ich habe ja schon viele verrückte Dinge in meinem Leben gesehen, aber hey. Ich erkenne diesen Ort. Wir sind gleich da. Okay.
vorne ist die Fracht. Und vermutlich nicht bloß die. Wir sind da! Ich lade die Fracht auf den LKW. Und Sie kümmern sich um den großen Turm mit dem Impulssender. Er bezieht seine Energie von den beiden kleineren Türmen. Sie müssen sich also erstmal um die kümmern. Viel Glück. Oh, na klar. Okay, da drüben haben wir Energieversorgung. Okay. Holla, die Waldfee. Irgendwie sink ich zu viel. So. Und das nochmal dran. Bloß wohin jetzt damit? Mal hier gucken. Tot? Gut. So, was haben wir hier? Das nehmen wir natürlich mit, auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Wir haben 210 solche Ressourcenobjekte schon gefunden und es sind insgesamt 2700. Hoppala. Also wir haben noch nicht mal ein Zehntel aller Kisten gefunden. Oh mein Gott. Also ich kann euch schon mal versprechen, das wird dieses in diesem Let's Play auf keinen Fall irgendwas, dass ich hier alle Kisten durchgehe. Kein Problem. Und jetzt zum zweiten Turm. Schießt. So, wo seid ihr? Da. So, nichtsdestotrotz, ich will jetzt erstmal hier die Energieversorgung machen. Wir werden hier auf diesen großen Turm ja bestimmt nochmal kommen müssen. Ah!
unten gibt es auch noch was, das holen wir uns natürlich. Außerdem können wir hier reingucken. Haben wir irgendwas? Nee. Sind wir quasi voll. Fuck. Scheißen. Dreck. Mist. So, ich hoffe, dass das jetzt dass der Kontrollpunkt beim ersten Ding war. Außerdem ist der Timer abgelaufen. Ich lade die Fracht auf den LKW. Oh. Sie kümmern sich um den großen Turm mit dem Impulssender. Ja. Er bezieht seine Energie von den beiden kleineren Türmen. Sie müssen sich also erstmal um die kümmern. Viel Glück. Oh, na klar. Also wie gesagt, der Timer ist abgelaufen und deswegen mache ich jetzt hier an dieser Stelle einen Break. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Tschüss.